Ja, wir sind hier heute bei der Michelin Challenge Bibendum in Berlin. Hier sind eine Reihe von tollen Fahrzeugen vertreten, Elektro, Wasserstoff, Hybrid, alles da, Erdgas, Diesel. Uns interessieren natürlich überwiegend die Elektrofahrzeuge und wir haben heute die Möglichkeit, bei Volvo den V60 Plug-in-Hybrid zu fahren. Also werden wir den Wagen jetzt gleich mal fahren und abschließend noch mal erzählen, wie es war. Hier unten sind drei Knöpfe. Pure Hybrid und Power Mode. Und wir sind jetzt im Hybrid Mode. Das heißt, der Wagen entscheidet darüber, welcher Motor oder wie die Motoren am besten zusammenspielen. Jetzt gerade läuft der Dieselmotor. Ich gehe jetzt mal vom Gas. Ja, ist immer noch an. Ja, ich glaube, die Batterie ist sowieso ziemlich leer von den ganzen Testfahrten, die heute hier stattgefunden haben. Ich muss sagen, hat ordentlich Power. Ja, jetzt der Dieselmotor aus. Jetzt fahren wir elektrisch. Okay, wir sind jetzt wieder hier für die nächste Runde auf dem Testtrack hier in Berlin, Tempelhofer Flughafen. Und wir sind jetzt im Power-Modus. Ich werde jetzt mal versuchen, was der Wagen denn so Beschleunigungswerte hat. Ja, fühlt sich gut an. Der Wagen hat ja eine 6-Gang-Automatik und durch den Elektromotor, der gleicht das anscheinend ganz gut aus. Man merkt eigentlich nicht, wie Gänge geschaltet werden. Also es ist zwar ein Hybrid, aber verglichen jetzt mit dem sagen wir, Pionier Toyota zum Beispiel, man merkt halt schon, dass es noch ein 6-Gang-Getriebe ist. Also es dauert einen kleinen Moment, bis da was kommt, aber sehr sanft, sehr angenehme Beschleunigung. Ja, außerdem gibt es hier halt noch den Pure-Button, das wäre rein elektrisch fahren. Dann gibt es noch einen All-Wheel-Drive, also für Allradantrieb. Da werden Elektromotor auf der Hinterachse und der Dieselmotor vorne permanent zugeschaltet, wenn ich jetzt im Gelände unterwegs bin oder einen Anhänger ziehe oder es erforderlich ist, mit Allrad zu fahren. So, hier sind wir wieder von der Testfahrt mit dem Volvo V60 Plug-in-Hybrid. Und ja, muss sagen, für ein Auto, was erst in 1,5 Jahren auf den Markt kommt, fährt sich eigentlich sehr gut. Hier drin sind die drei Knöpfe, von denen ich sprach. Ich zeig dir mal. Da kann man einmal zwischen Pure, Hybrid, Power wählen. Dann gibt es den All-Wheel Electric Drive Button. Und das Schöne ist bei diesem Auto, dass man als Fahrer auch erkennen kann an den Anzeigen, wann ich mich elektrisch und wann mit Diesel bewege, ist ganz klar. Aber der rote Strich dort zeigt quasi die Pedalstellung an. Und man kriegt, wenn der Wagen fährt, einen Bereich angezeigt, wie weit man noch das Gaspedal bewegen kann, bevor zum Beispiel der elektrische Modus verlassen wird. Ja, und was mir besonders gut aufgefallen ist, es ist ja ein Diesel mit 6-Gang-Getriebe. Und der Elektromotor scheint ziemlich gut in der Lage zu sein, die Gangwechsel auszugleichen, weil man bekommt fast gar nichts davon mit.